Hallo, mein Name ist Roman Bühner-Lomberg von der Firma Lomberg Immobilien Krefeld. Als geborener Krefelder unterstütze ich gerne unsere Vereine der Stadt. Deshalb wünsche ich euch jetzt gleich viel Spaß mit dem Exklusivinterview von der WZ und Friedhelm Funkel. Herr Funkel, was hat Ihnen bei der laufenden Fußball-Europameisterschaft bislang am besten gefallen? Ja, die Spiele haben mir gut gefallen. Wenn ich an die italienischen Spiele denke, wenn ich an die belgischen Spiele denke, das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ich an das Emotionale der Dänen denke, wie die mit der Situation umgegangen sind, wo Eriksen auf dem Platz zusammengebrochen ist und Gott sei Dank überlebt hat, wie eine ganze Nation, wie die ganze Mannschaft mit dieser Situation umgegangen ist. Das fand ich einfach toll. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Und was mir auch gut gefallen hat, wo ich aber zwiegespalten bin, ist, dass man in Budapest 65.000 Zuschauer im Stadion gehabt hat. So schön wie das ist, wieder ein volles Stadion zu sehen, weiß ich nicht, ob das richtig war in der jetzigen Situation, wo alles ein bisschen besser wird, so viel Zuschauer schon wieder zuzulassen. Das hat mir oder bereitet mir schon ein bisschen Sorgen. Oder wenn wir jetzt am Dienstag im Wembley-Stadion 45.000 Zuschauer zulassen, gerade eben in England ist es ja auch noch nicht so, dass man sagen kann, dort ist alles vorbei. Im Gegenteil. Also das macht mir ein bisschen Sorgen. Die Spiele selber haben mir größtenteils sehr, sehr gut gefallen. Die deutsche Mannschaft sorgt ja für viel Diskussion, auch nach dem Ungarn-Spiel. Bundestrainer Löw steht wieder in der Kritik, auch bei Ihnen? Ja, das ist immer, ich bin ja selber Trainer und weiß, dass im Kopf eines Trainers andere Gedanken stattfinden, wie wahrscheinlich oder wie mit Sicherheit in der breiten Masse der Fußballanhänger. Aber das Spiel gegen Ungarn war schon sehr, sehr enttäuschend. Allem Respekt und so weiter, eben auch vor Trainerentscheidungen. Ich habe Jogi verstanden, dass er gegen Frankreich mit der Dreierkette spielt. Die haben so brandgefährliche Stürmer und dass man da ein bisschen mehr auf Sicherheit spielt. Ich habe es nicht verstanden gegen Ungarn, auch da bei allem Respekt vor der ungarischen Mannschaft, dass du dort einen Offensivspieler im Grunde opferst für einen Spieler der Dreierkette. Also das habe ich jetzt nicht so gut gefunden und das Spiel der ersten Halbzeit hat es ja dann auch gezeigt. Also das war ein Quergeschiebe und ein Rückpassfestival, hätte ich fast gesagt, was ich von der deutschen Mannschaft gegen Ungarn nicht erwartet hätte. Und man muss auch ganz, ganz ehrlich sein, wir haben riesen Glück gehabt, dass wir nicht ausgeschieden sind in der Vorrunde, so wie es uns 2018 in Russland passiert ist. Es hat nicht viel gefehlt und wir können froh sein, dass Leon Goretzka diesen Ball so gut getroffen hat, dass wir den Ausgleich erzielt haben. Wie gesagt, dieses Spiel war mega enttäuschend, aber ich weiß natürlich auch, dass wir am Dienstag gegen England eine ganz andere Leistung bringen werden. Und ich hoffe nur, dass Jogi die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel zieht. Was wären die richtigen Schlüsse? Wie sähe Ihre Aufstellung für das Achtelfinale gegen England aus? Die richtigen Schlüsse wären für mich, auf die Viererkette zurückzugreifen, weil ich einfach glaube, dass wenn wir einige Bayern-Spieler in der Mannschaft haben, gerade in der Zentrale, dann müssen diese Spieler auch auf ihren bestmöglichen Positionen spielen. Und es geht gerade im Mittelfeld mit Kimmich, Goretzka, Müller. Das ist eine Dreierachse im 4-2-3-System, die Dynamik verspricht, die Torgefährlichkeit verspricht und die auch ein gewisses Stück an Risikobereitschaft verspricht. Das wäre für mich eine Aufstellung, die im zentralen Bereich ganz, ganz wichtig wäre.
Ich würde im 4-2-3-1 spielen. Manuel ist unantastbar, wenn er auch vielleicht gegen Ungarn das ein oder andere Tor oder bei beiden Toren zumindest nicht glücklich aussah. Ich würde mit Ginter auf der rechten Seite spielen. Ich würde mit Hummels und Rüdiger und Gosens spielen in der Viererkette. Ich würde die drei, die ich gerade genannt habe, spielen lassen. Das würde natürlich bedeuten, dass Gündogan und auch Toni Kroos nicht in der Mannschaft stehen würden. Aber das ist nun mal manchmal so, dass eben auch etablierte und gute Spieler nicht in jedem Spiel zum Einsatz kommen können. Ich würde rechts mit Havertz spielen. Ich würde zentral mit Werner spielen und ich würde auf der linken Seite würde ich Muslia spielen lassen. Das wäre meine Aufstellung. Das würde natürlich bedeuten, dass eben auch Gnabry draußen ist, dass Sané draußen ist. Aber wir brauchen jetzt frische Leute. Wir brauchen Spieler, die im 1 gegen 1 gut sind, ja, die da eben auch, wenn der Platz da ist, im 1 gegen 1 gute Aktionen haben. Und das wäre für mich eine Aufstellung, die ich aufs Feld schicken würde. Ich weiß, dass namhafte Spieler da nicht dabei sind, aber das ist nun mal so. Viel Kritik entzündet sich auch an Leroy Sané. Wenn Sie ihn spielen sehen, hüpft Ihr Herz oder verzweifeln Sie eher? Ja, das ist je nachdem wie der Spiel. Ne? Manchmal verzweifle ich und manchmal lässt er einem das Herz natürlich höher schlagen. Und für mich ist das einfach ein typischer Außenbahnspieler. Ja, und da spielt er eben auch bei den Bayern. Und hat er viele gute Spiele gemacht, aber er ist, ja, ich weiß auch nicht, bei der Nationalmannschaft ein Stück weit gehemmter oder wird nicht so eingesetzt. Das ist mir ein Rätsel, warum er seine Leistungen dort einfach nicht so abruft, wie er es häufiger letztendlich auch beim FC Bayern gemacht hat. Auch da fehlt noch die Konstanz, die er zu leisten normalerweise imstande ist. Das ist ja ein guter Spieler, aber irgendwas hemmt ihn oder kann er noch nicht so befreit aufspielen, wie er das normalerweise kann. Und da fragt man sich, woran liegt das? Ich meine auch, Guardiola ist ja ein richtig guter Trainer, aber er hat ihn abgegeben. Warum gibt er ihn ab? Ja, also, und auch bei den Bayern hat er noch nicht diese konstant an den Tag gelegt, die man sich von ihm wünscht, die früher zum Beispiel Ribéry und Robben gehabt haben. Ja, das waren Charaktere, das waren Mentalitätsspieler. Und da heranzukommen von seinem Leistungsvermögen, würde das mit Sicherheit gehen. Aber er hat, glaube ich, nicht diese Emotionen, um das dauerhaft auch auf wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau auf den Platz zu bringen. War die Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels in den Kader der richtige Schritt im Nachhinein? Ja, Müller auf jeden Fall. Ja, das hat man auch gegen Ungarn gesehen. Das ist jemand, der Mannschaft gut tut, aber der muss hinter der Spitze spielen. Da ist er noch viel wertvoller mit seinen Kommandos und viel, viel wertvoller für die Mannschaft und vor allen Dingen auch torgefährlicher. Die haben ja eine Zeit lang jetzt in den ersten Spielen mit Havertz, Gnabry und Müller gespielt, wobei Müller auch oft auf dem Flügel war und der muss im Zentrum spielen. So wie er bei Bayern hinter Lewandowski spielt, dann ist er ständig im Strafraum, bereitet Tore vor, macht Tore. Und Mats spielt bisher solide, der kann mit Sicherheit auch noch besser spielen, aber das war schon eine Aktion, die Sinn gemacht hat. Und Mats Hummels und Rüdiger müssen sich aber beide auch noch steigern. Wir haben noch kein Spiel zu Null gemacht, wir sind jedes Mal 0-1 in Rückstand geraten. Und auch da, finde ich, muss eine noch höhere Aufmerksamkeit letztendlich entstehen im Abwehrzentrum. Damit wir endlich auch mal wieder zu Null spielen. Wäre ein Trainerwechsel schon früher beim Deutschen Fußballbund die richtige Lösung gewesen, also schon vor der Europameisterschaft? Nee, also da bin ich absolut der Meinung, dass Jogi das auch verdient hat, diese Europameisterschaft als Abschluss zu bekommen, dass er dieses Turnier noch zu Ende spielen kann. Und ich glaube, dass wir gegen die Engländer gewinnen werden. Ich glaube, dass wir das schaffen werden.
Und ich wünsche es Jogi einfach, wie lange ist er jetzt Bundestrainer? So lange wie die Bundeskanzlerin Bundeskanzlerin ist, glaube ich, 15, 16 Jahre. Und wenn beide dann im gleichen Jahr aufhören und Jogi zumindest den Sprung ins Halbfinale schafft, dann hat er wieder eine gute Europameisterschaft gespielt. Das wünsche ich ihm, das gönne ich ihm auch. Aber er muss am Dienstag mutige Entscheidungen treffen. Die Klassikerfrage, wer wird am Ende Europameister? Das ist schwer zu beantworten, weil es gibt viele Mannschaften. Es gibt im Moment würde ich sagen Belgien, Italien, Frankreich. Das sind für mich die drei Top-Favoriten, dahinter Deutschland und die Niederlande. Sie haben gerade quasi im Vorbeigehen den 1. FC Köln auf den letzten Metern der Saison gerettet. Viele fragen sich jetzt, kann es wirklich sein, dass es den Trainer Funkel nie wieder geben wird? Ja, das hat man ja schon gesehen in den anderthalb Jahren, dass es auch ohne Friedhelm Funkel geht. Ich habe ja die Gründe genannt, warum ich zurückgekommen bin, durch die schlimme Pandemie, Corona-Zeit, war vieles nicht möglich, was ich mir vorgenommen habe. Und deswegen bin ich nochmal zurückgekommen. Und es hat mir Spaß gemacht in die 7 Wochen. Ich habe Blut geleckt, ich war voll dabei, aber es war eben auch sehr, sehr anstrengend. Und man darf einfach nicht vergessen, dass man, wenn man auf das Jahr denkt, zurückdenkt, wo man geboren ist, dann hat man schon ein gewisses Alter. Und von daher sollte man auch auf seine Gesundheit achten und Engagement bei einem Verein über eine ganze Saison, das will ich nicht mehr machen, das steht mit Sicherheit fest. Aber ich schließe nicht mehr ganz aus, vielleicht nochmal irgendwann irgendwo helfend einzuspringen. Dafür hat mir das zu gut gefallen, was ich jetzt gemacht habe. Also da müssen wir abwarten, was in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten passiert. Der Abschied in Köln kam relativ schnell. Der Vorstand hat sich offenbar nicht mehr gemeldet, war zu lesen. War das für Sie enttäuschend? Man muss natürlich auch die ganzen Voraussetzungen letztendlich betrachten. Das ging alles sehr, sehr schnell. Wir haben in Kiel gespielt, wir sind um Mitternacht wieder zurück gewesen in Köln. Wir haben dann am nächsten Tag, an dem Sonntag, sind wir schon alle in Urlaub gegangen. Und das hätten wir uns alle ein bisschen anders gewünscht. Wir hätten gerne zusammen gefeiert. Ich habe auch mich von den Spielern gar nicht richtig verabschieden können, was ich mit Sicherheit noch nachholen werde. Weil dafür waren die 7 Wochen zu intensiv. Das war schade. Ne? Du konntest nicht feiern gehen. Es war echt schade. Der Vorstand hat sich per WhatsApp schon bei mir bedankt, ja, für den Klassenerhalt. Und wir sind in WhatsApp-Nachrichten dazu gekommen, dass wir, wenn ich aus dem Urlaub am 12. Juli zurück bin, dass wir uns dann nochmal treffen und gemeinschaftlich essen gehen. Ihr Ex-Verein Fortuna Düsseldorf geht jetzt mit dem jungen und unbekannten Trainer Christian Preußer einen neuen Weg. Was halten Sie davon? Sehr vielversprechend, sehr mutig. Ich kenne ihn nicht, aber ich verfolge natürlich auch Fortuna nach wie vor sehr intensiv. Und er hat ja jetzt auch schon einige Interviews gegeben, wie das nun mal ist, wenn man anfängt und so weiter. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Muss ich sagen, ich finde es sehr, sehr spannend. Alle seine Äußerungen waren sehr authentisch, waren wirklich sehr, sehr gut, waren bescheiden. Und das sind Voraussetzungen, die erstmal gut sind. Und er hat Erfolg gehabt in Freiburg, ist aufgestiegen in die 3. Liga. Das musst du erstmal schaffen mit einer U23-Mannschaft. Er hat einen sehr, sehr guten, er hat ein sehr, sehr gutes Vorbild gehabt, ja, in den 5 Jahren mit Christian Streich, wenn er sich von ihm einiges abgeschaut hat, und das scheint tatsächlich der Fall gewesen zu sein, dann wird das eine spannende Aufgabe. Und da bin ich echt gespannt. Also das, was ich bisher gelesen habe, klingt sehr vielversprechend, und die Entscheidung, wie gesagt, war mutig von der Fortuna. Und ich bin gespannt, wie er dann mit dem Druck umgehen wird, der in der 2. Liga natürlich, gerade auch in Düsseldorf, natürlich anders ist als in der U23 bei Freiburg. Aber ich bin da schon ein Stück weit optimistisch, dass das hinhauen kann.
Ihr Heimatverein KFC Uerdingen hat gerade die Drittliga-Lizenz verloren. Der Verein liegt in Trümmern. Wie sehen Sie die Perspektive? Können und wollen Sie helfen? Puh, über Perspektive zu sprechen, ist im Moment sehr, sehr schwierig. Es ist schade, dass es so weit gekommen ist. Ich habe das schon vor einem halben Jahr oder fast vor einem Jahr schon gesagt, dass die Perspektive mit Herrn Ponomarev nicht gut ist, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dort, wo er gearbeitet hat oder wo er mitgeholfen hat oder versucht hat, was aufzubauen, dass das überall schiefgegangen ist. Ob das bei der DEG war, ob das beim KfV war. Und ich habe es eben auch beim KFC befürchtet. Und das ist traurig, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass man die Lizenz für die dritte Liga nicht bekommen hat. Das tut weh. Und jetzt muss man einfach schauen, dass man erstmal eine Mannschaft zusammenbekommt. Man hat ja gar keine Mannschaft, man hat keinen Trainer. Das ist jetzt vorrangig, eben das zusammenzustellen. Und im Moment sieht es noch so aus, dass die Mannschaft in der Regionalliga spielen darf. Das wäre gut, aber man muss auch eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen. Und der Verwaltungsrat hat mit mir mal kurzfristig Kontakt aufgenommen, ob ich bereit wäre, dort vielleicht zu helfen. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, wie ich da helfen kann, weil es sind zu viele Fragezeichen da. Aber auch da habe ich gesagt, dass ich nach meinem Urlaub für ein Gespräch mit denen auf jeden Fall mal bereit bin und mir mal anhören will, wie der Weg aussehen soll, den sie gehen wollen. Das dauert jetzt noch 200 Wochen, dann bin ich zurück. Bis dahin sollten sie eine Mannschaft und auch einen Trainer verpflichtet haben. Und dann muss man einfach mal schauen, wie sie sich das vorstellen, wie der Weg vom KFC in den nächsten Monaten, sage ich es erstmal, aussehen wird. Das ist ein Traditionsverein, der liegt mir nach wie vor natürlich am Herzen. Jetzt wieder mehr, weil ich hoffe, dass jetzt vernünftige Leute den Verein repräsentieren und auch führen werden, wo man mit Vertrauen aufbauen kann, hoffentlich mit Leuten aus der Region. Und dann tut man sich möglicherweise auch leichter, sie in gewissen Dingen vielleicht auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Denn ich werde nie vergessen, dass dieser Verein mir als Spieler wie auch als Trainer die Möglichkeit gegeben hat, im Fußball Fuß zu fassen. Das sind jetzt fast 50 Jahre. 73 habe ich angefangen beim KFC, damals noch Bayern 05. Dann KFC, auch meine Trainerlaufbahn hat hier angefangen und ich bin dem Verein dafür sehr, sehr dankbar. Und ich war 20 Jahre als Spieler und Trainer dort tätig und das vergisst man einfach nicht. Und deswegen werde ich den Weg jetzt ganz genau verfolgen und möglicherweise auch mit Rat und Tat dem Verein zur Seite stehen. Haben zu viele Verantwortliche Ponomarev einfach machen lassen? Ah, das ist natürlich sehr schwierig zu beurteilen, wenn man nicht hautnah dabei war. Wenn man lange im Fußballgeschäft dabei ist, und da bin ich noch wirklich lange, habe ich das befürchtet. Ja, aber das kann man nie hundertprozentig wissen. Und dann müssen ja auch erstmal Leute da sein, die sich bereit erklären, dann für gewisse Investoren dann auch in die Bresche zu springen. Und wenn man alleine die Tatsache sieht, dass dieser Verein 3 Jahre lang kein einziges Heimspiel gehabt hat, dann ist das eigentlich gar nicht nachvollziehbar. 3 Jahre lang, das hat es noch nie gegeben im deutschen Fußball. Ein Jahr in Duisburg und 2 Jahre in der Arena von Düsseldorf haben die Fußball gespielt. Ja, das ist unvorstellbar, dass man das in der Zeit nicht hinbekommen hat. Das Stadion in der Grotenburg so hinzubekommen, dass man vielleicht vor 5.000 oder 8.000 Zuschauer erstmal nur spielt. Also ist vieles falsch gemacht worden. Wer jetzt der Hauptschuldige ist oder wer das eine oder andere versäumt hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr viel schief gelaufen. Und jetzt muss man einfach mal schauen, dass man innerhalb der nächsten 3 Jahre wieder ein gewisses Fundament schafft, damit dieser Verein weiterlebt, damit dieser Verein mit den Fans, weil er hat Fans, er hat viele Fans,
wenn ich jetzt sehe, dass mehr als eine Hundertschaft an Fans in der Grotenburg sich selber beteiligt, die Grotenburg wieder spielfähig zu machen und dadurch natürlich Kosten der Stadt spart, dann ist das ein tolles Zeichen. Aber wie gesagt, man darf jetzt nicht auf kurzfristige Erfolge aus sein, sondern man muss versuchen, wieder ein Fundament zu schaffen, wo in den nächsten 3 bis 5 Jahren wieder der KFC Uerdingen als Verein, als Mannschaft wirklich Vertrauen weckt hier in Krefeld. Und dann muss man mal schauen, wie weit es dann irgendwann wieder gehen kann. Herr Funkel, wie sieht Ihr Rentnerleben in den nächsten Monaten aus? Ich werde jetzt wieder, man kann das ja jetzt wieder, ich werde sehr viel Sport machen. Ja, ich werde auch, und ich hoffe, dass man das jetzt wieder kann. Ja, da fangen wir am Montag mit an, wieder mal etwas häufiger Urlaub machen. Ja, das war ja auch 1,5 Jahre kaum möglich. Das sind Dinge, ich werde versuchen, meine Tenniskünste ein Stück weit zu verbessern. Ja, wieder mehr auf dem Tennisplatz zu finden sein, gerade jetzt im Sommer. Werde wieder, das haben wir die Woche 2-mal schon gemacht, wieder in Restaurants essen gehen mit Freunden. Also das ganz natürliche Lebensgefühl wieder herbeisehnen, dass das in den nächsten Monaten wieder zurückkommt. Dass dadurch, dass viele Leute in den nächsten Wochen und Monaten weiter geimpft werden, dass die Normalität zurückkehrt, dass eine mögliche, man spricht ja davon im Herbst, vielleicht eine 4. Welle kommt, die aber nicht so schlimm werden wird, weil dann mit Sicherheit weit, weit über 50% der Deutschen geimpft sein werden, dass die Normalität für uns alle zurückkommt und dann ja einfach gesund bleiben und es sich gut gehen lassen.